Erst 22 Uhr Chat. Hol die Hefte raus. Der Unterricht beginnt. Bis 23 Uhr. Danach könnt ihr ein bisschen freispielen auf dem Schulhof. Wir widmen uns heute den übrig gebliebenen Eröffnungen nach Bau nach E4, Bau nach E5. Wir machen ja eine kleine Eröffnungsserie aus Anlass der aktuellen Zugzwang Just Chessing Turniere, wo wir ein bisschen so die klassischen Streamer-Eröffnungen verbessern wollten. Insbesondere will ich nicht mehr jede Partie diese Stellung auf dem Brett sehen. Das war eigentlich der Hauptanlass, es zu starten. Und ich weiß nicht, wo es hinführen wird. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst in Folge 1. Springer schlägt E4 Chat. Aber jetzt, wo wir dabei sind, müssen wir es auch durchziehen und alle Eröffnungen covern. Wir haben nach E4, E5 schon viel kennengelernt. Wir haben Italienisch kennengelernt, eine gute Eröffnung. Weiß möchte D3 spielen, C3, Spei D2, Rochade, dies, das, jenes. Wir haben Spanisch kennengelernt, ebenfalls eine gute Eröffnung. Der Läufer guckt den Springer an, wird sich aber bei Befragung häufiger hier lang zurückziehen. Und es wird kurze Rochade folgen. Wir haben Schottisch kennengelernt, eine interessante Eröffnung. D4, E schlägt D und der Springer schlägt zurück. Wir haben Russisch kennengelernt, eine spannende Alternative für Schwarz. Da die seriösen Varianten nach Bau nach D6, die nicht so seriösen Varianten nach Springer nach C6. Und sind damit in Bau nach E4, Bau nach E5 jetzt schon recht gut ausgebildet. Aber nach Bau nach E4, Bau nach E5 gibt es noch ein paar Geschichten, die wir uns noch nicht angeguckt haben, die nicht so wichtig sind eventuell, aber trotzdem für eine gute schachliche Allgemeinbildung sollten wir uns damit kurz befassen. Der beste weiße Zug hier ist natürlich, ich weiß nicht, ob natürlich, aber der beste weiße Zug hier ist Springer nach F3. Ist auch der naheliegendste Zug, haben wir häufig genug besprochen. Greift den Bauern an, kontrolliert das Feld, hilft unseren Versuchen, die Kurzrochade zu starten. Aber heute gucken wir uns an, was Weiß noch so machen kann. Und wir beginnen mit vielleicht der berühmtesten aller Schacheröffnungen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Königsgambit? Damengambit ist wahrscheinlich wegen der Netflix-Hitserie das Damengambit heutzutage bekannter, ne? Aber sonst Königsgambit, ich denke schon recht weit vorne auf der Bekanntheitsskala, oder? Ich weiß aber nicht, ob viele Leute wissen, dass der Zug Bauer nach F4 das sogenannte Königsgambit symbolisiert. Chat. Was soll das, Bauer nach F4? Warum? Warum macht man sowas? Möchte jemand antworten? Der F-Bauer wieder in der Tat. Entblößen unseren Königsflügel. Klare Provokation. Ja. Zweitens D5 Rufezeichen. Nee. Beinchen stellen. Also Bauer nach F4 hat ziemlich viele Nachteile. Der offensichtliche ist, dass dieser Bauer geschlagen werden kann und nicht verteidigt ist. Der nächste, vielleicht weniger offensichtlich, ist, dass wir unseren König entblößen. Ihr kennt die alte Regel. Im Zweifelsfall nicht den F-Bauern ziehen. Steve Balken auch kein Fan, wie ihr sehen könnt, gibt Schwarz hier schon Vorteil. Ich glaube, Steve Balken Züge, die ihm besser gefallen als F4, sind so Springer F3, Läufer nach C4, Läufer nach B5, Läufer nach E2, Läufer nach D3, Springer nach E2, Springer nach C3, Bauer nach D3, Bauer nach D4, Dame nach F3, Dame nach H5, Bauer nach G3, Bauer nach B3, Bauer nach C3. Bau nach A3, Bau nach H3. Das ist, glaube ich, so ungefähr die Liste. Aber Bau nach F4 ist deutlich populärer als all die genannten, mit Ausnahme vielleicht von zweiten Springer F3 und Läufer C4, heutzutage jedenfalls. Und Bau nach F4, bei allem Gehate, hat natürlich eine strategische Grundlage. Weiß versucht, ums Zentrum zu kämpfen. Und in der idealen Welt möchte Weiß, ich mache ein paar schlechte Züge für Schwarz,
so eine Art Stellung erreichen, wo er den Bauern zurückgewinnt auf F4, das Zentrum besetzt mit beiden Bauern, dann wahrscheinlich kurz rochiert, vielleicht sogar noch auf dieser halboffenen Linie angreift oder auch mit der Dame aus dem Weg geht, lang rochiert. Also der weiße Traum ist es, den Bauern hier aus dem Zentrum abzulenken, das Zentrum dann selber zu besetzen, sich den Bauern zurückzuholen und dann zum Angriff gegen den schwarzen König überzugehen. Es muss allerdings ein bisschen was passieren, bevor es soweit kommt. Richman, grüße dich. Alle Schachschulstunden sind im Moment auf Twitch on demand abrufbar. 6 Monate werden die auf jeden Fall am Start sein. Also, Bauern nach F4. Die Nachteile haben wir schon besprochen. Der offensichtlichste Nachteil ist, der Bauer ist nicht gedeckt und Schwarz ist natürlich nicht gezwungen, ihn kampflos zurückzugeben. Cluster King, vielen Dank für den Sub. Objektiv, wie ihr am Balken seht, steht Schwarz hiernach schon ein bisschen besser. Ich weiß es nicht, ob die weiße Stellung hier schon unverteidigbar ist. Ist das ein Wort? Ich würde vermuten, dass bei bestem Spiel das hier wahrscheinlich noch unentschieden ausgehen sollte. Aber objektiv tut sich Weiß damit keinen Gefallen. Trotzdem geht es ja nicht immer nur um die trockenen besten Züge. Wenn einer ein bisschen romantische Schacheröffnung spielen will und vielleicht ein bisschen Spaß haben möchte auf dem Weg nach oben. Königsgambit. Eine aufregende Eröffnung. Ich habe das Video von Maxim gesehen, wo er sich über Gatekeeper, die ihm sagen, wie er Elden Ring spielen soll, auslässt. Und da dachte ich, Grunde genommen bin ich eigentlich ein böser, alter, weißer Mann des Schach-Gatekeepings. Chat, ihr könnt spielen, wie ihr möchtet. Jeder kann Schach spielen, so wie er möchte. Wenn ich gegen irgendeine Eröffnung argumentiere, dann ist es meistens aus objektiven Gründen, vielleicht auch aus Gründen der, wie man sich verbessern kann, kurz- oder langfristig im Schach, dass ich da nicht so dafür bin. Aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Maxim, du hast mich bekehrt. Chat, Alter, wenn ich einmal Stafford sehe oder Königsgambit oder irgend so ein Dreck von euch. Zack, raus hier. So, Bauern F4 wird geschlagen. Was sollte Weiß tun? Abgesehen von nicht Bauern F4 spielen. Was tut Weiß meistens, fragen wir so. Sperr F3, das ist der absolute Hauptzug. Eine kleine Side-Note, da werden wir hier in unserem Rahmen nicht viel drauf eingehen. Aber manchmal wird Läufer nach C4 gespielt. Und früher wurde immer gelehrt in diesen Stellungen, Läufer nach C4, jetzt muss Schwarz irgendwie im Zentrum kontern. Der größte Fehler, den Schwarz machen kann, wäre mit der Dame Schach zu geben. Weil das kostet ganz viel Zeit. Der König geht zur Seite und dann wird die Dame rumgeschubst. Ich hätte es nie so richtig geglaubt, weil dieser König zur Seite ja auch viel Zeit kostet. Und Engines glauben es auch nicht so wirklich. Also ich bin nicht so sicher, ob dieses Schach, wenn man die Zeit dazu kriegt, ob man sie einfach geben solle. Hier jetzt, keine Ahnung, Bauer nach D6, Sperr nach F3, Dame geht weg. Und ihr seht, Steve Balken sieht Schwarz immer noch in der Vorhand. Also ich bin nicht so sicher, wegen dieser alten Lehre, nie dieses Schach zu geben. Es ist nicht nötig, hier Sperr nach C6 zum Beispiel. Ist auch ein sehr guter Zug. Aber ich habe mal Zweifel, ob Schach geben nicht eine gute Idee ist, wenn es einem erlaubt wird. Nach Bauern nach D4 genauso. Geben wir natürlich erst recht das Schach. Deshalb ist der gängigste Zug hier schon Springer nach F3. Überdeckt immerhin dieses Feld und plant jetzt Bauern nach D4, ohne das Schachgebot zuzulassen. Was können wir mit Schwarz tun? Hier gibt es keine falschen oder richtigen Antworten. Obwohl, richtige gibt es schon. Wenn es richtige gibt, gibt es auch falsche. Was sollen wir mit Schwarz tun? Sperr C6, ja, hier kann man bestimmt auch machen.
Also nach Läufer C4, glaube ich, effektiver. Hier in der Schmerz C6. Okay, im Bau nach D4. Und ist nicht so klar. Jetzt haben wir das Schachgebot nicht mehr. Ob das die Störung ist, die wir haben wollen. Springer nach F6 wird vorgeschlagen. Ja, das ist, glaube ich, auch mein Lieblingszug im Moment. Auch sehr, sehr logisch. Attackiert diesen Bauern in der Mitte, wie wir es schon kennen. Bringt Figuren raus. Und wenn der Springer einen Tritt kriegt, dann müssen wir jetzt etwas überraschen. Den Springer an den Rand stellen. Springer nach H5. Springer am Rand. Hat die Idee, dass der Springer einfach den Bauern zementiert. Und Bauer ist Bauer. Aber ist natürlich nicht so, was wir normalerweise lernen. Dass man Figuren nicht mehrfach ziehen soll und dass Springer im Zweifelsfall in die Mitte sollten. Hier Springer nach D5 hat den Nachteil, dass der Springer einfach weiter rumgeschubst wird. Ein Bau nach C4 oder Springer nach C3. Das kostet zu viel Zeit. Deshalb hier der beste Zug tatsächlich. Springer nach H5 festigt diesen Bauern. Und danach hat Schwarz mehrere Wege zu spielen. Man kann diesen Springer zementieren mit Bau nach G6. Dann entweder im Zentrum kämpfen mit Bau nach D6 oder Bau nach D5. Laufe nach G7 stellen, kurze Rochade. Manchmal macht es auch Sinn, Bau nach G5 zu spielen, wenn man das denn möchte. Und Weiß hat hier Probleme. Ich weiß nicht, wie sehr ich euch voll laden sollte mit richtig komplizierten Varianten. Ich zeige einmal die Hauptvariante, weil sie lustig ist. Ist nicht klausurrelevant, Chat. Springer F6, gefolgt von Springer nach H5 und dann gegen das Zentrum ankämpfen, mit D6 den Springer zementieren. Läufer raus, kurz Rochade, dann wir stehen besser. Ist, was ihr euch merken könnt. Aber ich zeige einmal eine lustige Variante. Weil Schach ja so lustig ist. Bau nach D4, logischerweise Zug. Jetzt kann Schwarz, wie gesagt, er könnte Bau nach G6 spielen. Erstmal hier hinstellen, er könnte Bau nach D5 spielen. Die Mitte schließen. Aber die härteste Variante ist Bau nach D6. Kontert hier gleich gegen dieses Konstrukt. Wie gesagt, die Variante müsst ihr euch nicht merken. Ist nur ein kleiner Exkurs, weil es eine lustige Störung ist. Dame nach E2. Auch kein logischer Zug, aber kritisch. Droht ein Schach. D schlägt E5. Sagt ihr, macht dort ein Schach. Springer schlägt E5. Kennen wir so ähnliche Bilder aus Russisch und so. Droht die ganze Abzugsschachs. Jetzt ist aber dieses Feld verlassen. Wie gesagt, merkt euch diese Variante nicht. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand diese Variante merkt. Dame H4 Schach. Nutzt, dass der Springer nicht mehr im Weg steht. Bau nach G3. Sagt, hier, mach du mal. Springer schlägt. Greift die Dame an. Sagt, wenn der Bauer schlägt, schlagen wir den Turm. Weiß sagt, okay, muss ich durch. Ich schlag. Dame schlägt H1. Jetzt bringen Springerabzüge aus komplizierten Gründen nichts. Läufer schlägt F4. Und jetzt, Chat. Was ist hier der beste schwarze Zug? Das ist Nepomniachtchi gegen Firouzja, genau. War davor auch schon in meinem Chessable-Kurs. Alireza, wenn du geguckt hättest, hättest du hier keinen Fehler gemacht. Ich sag nur. Aber die Aufgabe ist so gut wie unlösbar, wenn man es nicht weiß. Also, nur um euch zu zeigen, wie wer Schach sein kann. Läufer nach H3 wird vorgeschlagen, ist es nicht. Dann entwickelt sich Weiß recht schnell mit Springer nach D2, schlägt lange Rochade. Und Weiß macht ein bisschen Stress. Ist kein schlechter Zug, gut gedacht, Chat. Ich zeige die Variante nur, weil sie halt keinen Sinn macht. Nicht, weil man sich's meint. Der beste Zug hier ist Läufer nach D6. Sagt hier, mir ist alles egal. Mach du deinen Springerabzug. Kratzt mich alles nicht. Wie gesagt, es ist nicht wirklich zu erklären. Und ich weiß nicht, warum ich es zeige. Aber objektiv, die Theorie-Battles hängen vielleicht an Varianten wie diesen, wo Schwarz jetzt gewinnt nach Schwarz C6, gefolgt von Lange Rochade. Schachalter. Sei ein bisschen logischer, dann können wir es auch leichter erklären. Was ich von euch möchte, dass ihr euch merkt, ist, dass Springer nach F6 gefolgt von Springer nach H5 eine gute Idee ist. Und selbst in dieser Störung, nach Bau nach D6, wenn Weiß Dame nach E2 spielen würde,
Könnte man jetzt ja auch so Common Sense-mäßig spielen, sagen, oh, er will ja Stress machen. Habe ich keine Lust drauf. Ich schließe die Schirme mit Bauern nach T5. Hab meinen Bauern mehr. Und wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Figurenknäuel. Als nächstes dann Springer raus, laufe nach G4, bei Bedarf G6. Schwarze besser. Chat. Das ist the easy way. Aber Springer F6, ein merkwürdiger Zug, weil es diesen Bauern ja herausfordert. Andererseits auch eigentlich in line mit allem, was wir bisher gelernt haben. Im Zweifelsfall Springer F6. Gilt auch hier. Wir gucken uns noch ein, zwei andere Möglichkeiten an, wie Schwarz die Stellung hier spielen kann. Ein sehr prinzipieller Zug ist Bauer nach G5. Also hier. Bauer ist verteidigt. Ich möchte dem Kollegen gleich Unterstützung bringen und bei Bedarf möchte ich vielleicht mit diesem Bauern weiter vorrennen. Dann Springer nach. In der alten Zeit gab es hier Varianten wie Bauer nach H4. Greift den Bauern an. Bauer nach G4. Springer in die Mitte. Jetzt einige Möglichkeiten. Bauer nach D6, Springer nach F6. Ich glaube, Springer nach F6 wieder der beste Zug. Und ja, die Stellungen sind chaotisch, irrational. Nichts, mit dem man sich groß auseinandersetzen sollte. Aber objektiv angenehmer für Schwarz. Hier zum Beispiel Chat, was kommt auf Läufer nach C4? Das Thema kennen wir. Die Figuren greifen unseren Bauern an. Was können wir tun? D5, sehr gut. Der wird geschlagen. Was machen wir jetzt? Wobei, hier ist nebenlösig. Man sollte wahrscheinlich nicht zurückschlagen. Das öffnet zu viele Linien für die weißen Figuren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Läufer rausziehen, stehen wir mal wieder besser. So, so. Gut, also gegen Königsgambit objektiv ist es eindeutig kritisch, sich diesen Bauern zu schnappen. Und Weiß hat keine besonders guten Karten im Kampf gegen Computer-Engines. Die Steuerungen können allerdings, wie gesagt, sehr, sehr wild werden, was zu Unterhaltung führen kann. Ganz kurz noch, ganz kurz mal eben. Kinders, ganz kurz mal eben. Ich glaube, der kürzeste Sieg, den ich je in einer Schachpartie erzählt habe, mit den schwarzen Steinen, war aus dieser Stellung gegen den internationalen Schachmeister Welling. Es geschah Dame nach F3. Wir wissen ja, Dame raus, wahrscheinlich keine gute Idee, früh und so weiter. Springer nach C6, Springer nach E2, Bauer nach D5, Bauer schlägt, Springer nach B4. Nicht klausurrelevant. Springer schlägt F4. Springer nach F6. Ah, weiß ich auch nicht, was sein müsste. Springer nach C3. Dame nach E7 Schach. König nach F2. Die Stellung ist schon hoffnungslos, die Weiße. Springer nach G4 Schach. Und Weiß gab auf. 8 Züge. Es war eine schöne Zeit, damals. 2001 in Dresden. Was 2001? Wenn der König hierhin geht, zack, gehen wir in Schach. Wenn er hierhin geht, jagen wir ihn hier durch die Gegend. Ich weiß nicht, warum ich euch das zeige. Zum Angeben wahrscheinlich. Also Dame nach F3 und ähnliche Züge. Muss man nicht wirklich darauf vorbereitet sein. Common Sense im Zentrum. Gegenhalten und Schwarz steht besser. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte hier gerne mein Zentrum behalten oder ich möchte ungern das Bauernopfer annehmen, gibt es durchaus Möglichkeiten, das Königsgambit abzulehnen. Habt ihr Vorschläge, Chat?
Bau nach D5 ist ein prominenter Weg. Das Problem am Bau nach D5, also ist kein schlechter Zug, aber was früher irgendwie gelehrt wurde, ist, dass wenn Weiß den jetzt schlägt, erstmal Frage, die wichtig ist für alle Stellung, was passiert nach F schlägt E5? Dame H4. Deshalb ist F schlägt E5 keine Drohung nach zweitens F4. Das ist wichtig zu wissen. Bau nach G3, Dame schlägt E4. Das ist ein Thema, das wir schon kennen. Mit Doppelangriff auf den Turm und den König. Also F schlägt E5 droht nie, auch wenn wir hier einen Zug spielen wie Läufer nach C5 zum Beispiel. Kann Weiß sich hier nicht bedienen, weil das hier wieder gemein wäre. Also die Idee von zweitens F4 ist tatsächlich eher Springer nach F3. Um dann hier E schlägt F zu erzwingen, als auf E5 zu schlagen. Also was ich erzählen wollte, zwar Bau nach D5. Der beste Weißzug ist E schlägt D5. Was früher als immer gelehrt wurde hier als interessante Variante, vielleicht wisst ihr es, Chat. Auf jeden Fall war es so. Mein Stand damals ist hier jetzt Bauer nach E4 zu spielen. Und auf einmal hat schwarzen Bauern weniger verhindert, aber Springer nach F3. Die Stellung wird ein bisschen wild. Das Problem ist, diese Variante ist nicht besonders gut. Funktioniert nicht so richtig für Schwarz. Also, das hier. Dafür kann ich nur warnen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich glaube, so. Ich weiß doch genau, wie es funktioniert. So, schlägt, schlägt. Nach Dame E2. Hier steht Weiß besser. Also, das ist keine Variante, die funktioniert. Ups, Dame E7, Läufer E3. Funktioniert nicht. Läufer E5, Springer C3. Der Trick ist, glaube ich, hier jetzt Läufer E3. Aber ich mache zu schnell, Chat. Wie soll ich denn so folgen? Was ihr nur wissen sollt, ist: Bau nach D5, E schlägt D, E4. Sieht zwar lustig aus, ist aber Quatsch. Bau nach D3, steht Weiß besser. Also, das ist eine der schlechtesten Wege, mit dem Königsgambit umzugehen. Hier könnte man noch Schadensbegrenzung betreiben, indem man hier E schlägt F4 spielt. Wonach Weiß nicht wirklich was besser als Springer F3 und nach Springer F6 haben wir eine komplizierte Stellung, die auch entstehen könnte, wenn wir nach Bauern schlägt F4 hier Springer F3, Bauern D5 spielen würden. Was man machen kann, E schlägt D, Springer F6. Das ist spielbar. Aber grundsätzlich vom Bau nach D5 würde ich eher abraten. Wofür ich Sympathien habe, wenn man den Bauern nicht schlagen will, was man sollte, wie gesagt, ist tatsächlich Läufer nach C5 zu spielen. So ähnlich wie in all unseren italienisch sonst was Aufbauten. Einfach mit dem Plan, die Figuren ganz normal rauszuziehen. Bau nach D6, Springer nach C6, Springer nach F6. Wir nutzen aus, dass Weiß im Moment eben noch nicht F schlägt E5 droht. Wegen Dame H4 Trick. Und sagen uns hier, mach du deinen Königsgambit Quatsch. Ich spiele wie immer nur mit der genauen Zugfolge, dass ich erstmal den Läufer rausziehe diesmal. Und nach Springer F3 spielen wir jetzt Bauer nach D6, halten das Zentrum. Der Plan ist, wie gesagt, einfach Figuren raus. Ist in Ordnung für Schwarz. Also hier gibt es natürlich noch mehr Theorie, die man sich reinziehen könnte. Meistens läuft es auf irgendwie sowas hinaus. Bau nach D3. Jetzt kann Schwarz entweder Bau nach A6 spielen, den Läufer hier halten auf der Diagonale. Oder was mir auch gut gefällt, hier zu schlagen. Und dann den Läufer nach E6 rauszubringen, funktioniert tatsächlich auch. Also, worauf ich hinaus wollte, Läufer nach C5, wenn ihr sagt, hier, ich will keinen Streit, ich will Common Sense spielen, Läufer nach C5, Bau nach D6, Springer F6. Könnt ihr das machen? Spricht nicht wirklich was gegen. Es ist nicht so kritisch wie E schlägt F4. Nach Läufer nach C5 haben wir eher eine normale Eröffnungsstellung,
wo Weiß auch seine Chancen hat. Aber wenn man sagt, hier, lass mich in Ruhe mit deinem Quatsch, spricht tatsächlich nicht viel gegen diesen Zug und dann normale Züge machen. Gibt es noch Fragen, Vorschläge zum Königsgambit? Wie gesagt, objektiv nicht gut wegen E schlägt F4. Wenn man Spaß haben will in irrationalen Stellungen und so ein bisschen seine Taktik-Skills verbessern, am Anfang kann man das machen. Ich glaube, langfristig gibt man zu viel vor, wenn man sich immer den Bauern schlagen lässt. Welche Frage gibt es noch? Nicht noch E schlägt F Bau nach G3. Habe ich noch nie gesehen. Wegnehmen. Das macht keinen Sinn. Vielleicht hast du irgendeine Variante mal gesehen, wo sowas kam. Aber auch das funktioniert nicht. Aber nee, G3 macht keinerlei Sinn. Welche Frage, was passiert bei D3 im zweiten Zug? Technisch nicht. Königsgambit ist halt ein passiver Zug. Dann kann Schwarz einfach die Figuren rausziehen. Wie er möchte. Vielleicht mal zu Sprenger F6, jetzt F4. Das könnte Weiß machen. Dann nach E schlägt F mit dem Läufer schlagen. Aber wenn man sich Weiß auf D3 committed hat, ist das immer schon ein relativ großes Zugeständnis. Nach Schwarz hier mit Sprenger C6 und D5 Gegenspiel kriegen kann. Wenn Schwarz Angst hat vor F4, kann man auf D3 auch wieder sehr gut Läufer nach C5 spielen. Jetzt nach F4, D6. Sind die ganzen Varianten noch ein bisschen harmloser als eben, weil der Läufer eingemauert ist. Über D5 nach F4 wurde schon geredet, in der Tat. Okay. Supersteiger meint F4 im dritten Zug. Immer gut, wenn ihr den Zug dazu sagt. Und wenn ihr im dritten meint, dann nicht im zweiten sagt. Aber ja, D3 im dritten Zug ist sehr, sehr schlecht. Wegen Dame nach H4 Schach. Und Schwarz gewinnt. Also, sonst keine weiteren Fragen zum Königsgambit. Wie aus schwarzer Sicht, kritisch ist E schlägt F, danach Sprenger F3, Sprenger F6, E5, Sprenger H5. Oder, das kann ich noch dazu sagen, wer weiß, hier Sprenger C3 spielt, nicht gleich E5 spielt, dann schlagen wir im Zentrum gegen. Mit Bau nach D5, jetzt funktioniert das gut. E5 und wieder den Sprenger H5. Schwarz steht besser. Also, so viel zum Königsgambit. Kommen wir nach E4-E5 zu ein, zwei Varianten, die wir noch nicht angeguckt haben, die durchaus spielbar sind. Die ja nicht so kritisch sind wie Sprenger F3, aber auch keine schlechte Züge. Am prominentesten ist wahrscheinlich das sogenannte Läuferspiel, Läufer nach C4. Kann mir jemand erklären, warum auch auf Top-Niveau hin und wieder Läufer nach C4 gespielt wird, anstelle von Springer nach F3? Gibt es Gründe dafür, mit Läufer C4 zu starten? Verhindert Läufer C4 irgendwas, was Springer nach F3 erlaubt? Aus Spaß ist falsch. Narrenmatron auch falsch. Dame raus. Auch nicht. Russisch vermeiden. Ganz genau. Das ist die Hauptidee von Läufer C4, wenn es auf hohem Niveau gespielt wird. Ich versuche kurz zu erklären. Russisch, wir erinnern uns, ist Springer nach F3, Springer nach F6. Wo ist? Wie gesagt, das war die Öffnung, die von Schwarz in den letzten beiden WM-Kämpfen gewählt wurde. Also ist auf Top-Niveau eine sehr, sehr stabile Waffe. Und
Wenn Weiß jetzt hier seinen Bauern decken würde, mit Bauer nach D3, würde er den Läufer einsperren. Während, wenn Weiß hier Läufer nach C4 spielen würde, Schwarz nach Springer schlägt E4 bereits Vorteile hätte. Deshalb ist die Idee von diesem Läuferspiel, den Läufer außerhalb der Bauernkette, so nennen wir das, zu stellen und dann den Bauern mit D3 zu verteidigen, sodass wir ihn hier nicht einmauern, ohne dabei sich Gedanken über das gemeine Russisch machen zu müssen. Wenn Weiß Schwarz jetzt Springer nach C6 spielt, was ja sehr naheliegender Zug ist, zieht den Springer raus, dies, das, dann könnte Weiß, und auf Top-Niveau machen sie das meistens, jetzt mit Springer nach F3 wieder zur italienisch übergehen. Aber er hätte halt dieses Russisch umgangen mit seiner Zugfolge. Deshalb wird Läufer C4 hin und wieder gespielt. Fast immer mit der Idee, in Italienisch zu transposen. Es gibt hier manchmal Versuche, jetzt auf Springer F3 zu verzichten, um mit Springer nach C3 zu spielen, vielleicht den F-Bauern freizuhalten, vielleicht Springer nach E2 zu spielen, die aber auch ihre Nachteile haben. Ich habe zum Beispiel gerade hier die Partie Andrejkin gegen Giri, wo Anish nach Läufer nach B4 schnell ein bisschen besser stand. Schwarz hat hier auch die Option. Ich mache ein bisschen schnell heute alles, ne, Chat? Schwarz hat hier auch die Option, Springer nach A5 zu spielen. Zack. Diesen Läufer wegzufangen. Deshalb dieses Springer nach C3. Hat mehr Nachteile als Vorteile aus meiner Sicht, aber ist eine Variante, die man durchspielen kann. Nun gibt es aber ja im Widerspruch Eröffnungsbattle nichts umsonst. Und der Nachteil vom Läuferspiel ist, dass nach Bauer nach D3 wir ja versäumt haben, Druck auf diesen Bauern auf E5 auszuüben am Anfang. Und damit dem Springer keinen guten Grund gegeben haben, nach C6 zu gehen. Nach Läufer nach C4, Springer F6, Bauer nach D3, wo der Bauer nicht verteidigt werden muss, muss Schwarz halt nicht Springer nach C6 spielen. Spricht nichts dagegen, aber Schwarz hat hier Alternativen. Die aggressivste ist Bauer nach C6, um gleich im Zentrum zu kämpfen. Weil der Bauer eben nicht angegriffen ist, spielt Bauer nach C6 und möchte dann Bauer nach D5 folgen lassen. Was sehr, sehr gut spielbar ist für Schwarz. Das ist der Nachteil vom Läuferspiel. Aber es ist kein so gravierender Nachteil, dass man diese Eröffnung immer aus dem Weg gehen muss. Wird, wie gesagt, auch auf Top-Niveau hin und wieder gespielt. Hier geht es jetzt weiter mit Springer jetzt raus. Bauer nach D5. Der Läufer geht weg. Oder es wird geschlagen und der Läufer geht dann weg. Mit kompliziertem Spiel, wo Schwarz aber objektiv keine großen Probleme haben sollte. Nur falls ihr ganz, ganz verzweifelt seid wegen Russisch eines Tages mal, könnt ihr im Hinterkopf haben, man kann Läufer C4 spielen, Springer F6, Bauer nach D3 und damit es immerhin dem Russischspieler schwerer machen, seine gewohnten Strukturen zu kriegen. Chat, was gibt es noch für Züge hier, die wir behandeln sollten nach Bauer nach E4, Bauer nach E5? Springer nach C3, genau damit können wir anfangen. Die sogenannte Wiener Partie, auch sehr beliebt in Streamer-Turnieren. Ich glaube hauptsächlich, weil die Leute gelernt haben, man soll die Springer rausbringen und viele denken sich, nee, Springer F3 spielen alle. Dann bin ich mal ein bisschen crazy. Bin ich mal ein bisschen hier wie Dominik vom Bachelor und bring den anderen Springer zuerst. Kämpft ja auch im Zentrum, bring den Springer auch raus. Wie falsch kann es sein? Und die Antwort ist nicht so falsch. Aber es ist deutlich weniger gut als Springer F3. Es hat halt keine Vorteile von Springer F3, die ich schon 700 Mal aufgezählt habe in dieser Liste.
als da wären. Greift den Bauern an und bereitet kurze Rochade vor. Sprenger nach C3, greift den Bauern nicht an und bereitet nicht kurze Rochade vor. Man könnte sagen, bereitet lange Rochade vor, aber das wird in einem von 100 Fällen nur passieren, das weiß. Lang rochiert in E4, E5 Stellung. Trotzdem ist es ein Zug, der eine Figur ins Spiel bringt und damit natürlich kein Fehler. Schwarz sollte den besseren Springer entwickeln, Springer nach F6. Und jetzt kann Weiß sich entscheiden. Wenn Weiß jetzt den Springer rausbringt, Springer F3, dann wären wir wieder in Kapitel 1. Schwarz hat nichts Besseres, als Springer nach C6 zu spielen. Und wir sind wieder im berühmten Vier-Springer-Spiel. Es gibt aber ein, zwei Alternativen. Unter anderem gibt es auch hier Bauer nach F4 mit Verzögerung. Eine Art verzögertes Königsgambit. Die sogenannte Wiener Partie. Kein besonders guter Zug F4, aber ein Zug, der sehr, sehr viel gelehrt wird. Nach wie vor, glaube ich. Auch im Hamburger Schachclub. Liebe Grüße. Als ich anfing mit Schach, wurde sehr viel die Wiener Partie beigebracht. Hauptsächlich gibt es einen Unterschied zum Königsgambit. Denn Schwarz sollte hier nicht Bauer schlägt F4 spielen. Warum nicht? Erkennt ihr den Unterschied? Zum Beispiel zu den Varianten, die wir eben hatten. Dame ist blockiert. Ja, das wäre sie nach zum Beispiel E4, E5, F4. E schlägt F, Springer F3, Springer F6 auch. Und das war ja eine Variante, die ich empfohlen habe eben. Phil, vielen Dank für den Sub. Wie die Zeit vergeht. Schachmatt. So sieht's aus. Also der Unterschied ist tatsächlich hier nach Bauer nach E5 hätte unser Springer jetzt ja einige zugängliche Felder. Das Beste, wie gesagt, in diesem Falle. Das seltene Springer am Rand. Aber nach Springer nach C3, Springer nach F6, Bauer nach F4. Wir schlagen Bauer nach E5. Der arme Springer nicht so viele Felder. Die kontrolliert der weiße Springer. Und hier ist der Blick der weißen Dame. Deshalb müsste er hier sich traurigerweise nach Hause zurückverziehen. Und so ein Königsgambit, wo der Springer einmal raus und einmal zurückgegangen ist, das nimmt Weiß dann doch mit Kusshand. Springer F3 und D4. Kann man das nicht machen. Mitte ist gedeckt und Springer H5 ging nicht. Genau. Deshalb in der Wiener Partiezugfolge. E schlägt F4. Ein Fehler. Was machen wir stattdessen? Hier machen wir den Mittelkonter, wo ich beim Königsgambit ein bisschen skeptisch war. Aber mit Springer nach C3, Springer nach F6 eingeschoben, funktioniert das wunderbar. Bauer nach D5 ist der beste Zug. Wenn man jetzt diesen Bauern schlägt, haben wir jetzt die Wahl. Man kann zurückschlagen, das führt zu kompliziertem Spiel, ist gut für Schwarz. Oder man kann diesen Bauern hier schlagen. Einmal noch zur Wiederholung, Springer schlägt D5, F schlägt E5. Springer schlägt C3, sagen wir, B schlägt C3. Was sollte Schwarz spielen? Ja, ist nicht Wiederholung, ist Transfer, Chat. Transfer. Dame nach H4 ist wieder stark. Sehr häufig ein Thema nach diesem frühen Bau nach F4. Solange noch kein Springer auf F3 steht. Und mal wieder Bau nach G3. Dame nach E4 Schach.
gewinnt den Turm in der Ecke. Nach Bauer nach D5, die Experten der Wiener Partie spielen daher gemeinhin nicht E schlägt D5, sondern sie schlagen diesen Bauern. Was machen wir? Oder vielleicht sind wir auch weiß. Was macht Schwarz? Springer schlägt E4, sehr gut. Der ist zweimal attackiert. Ja, und Schwarz steht hier schon ein bisschen besser. Also auch diese Öffnung nicht besonders gefährlich. Ich weiß nicht, ob ihr hier noch viel Zeug wissen müsst. In der Praxis wird meistens entweder der Springer rausgezogen. Jetzt hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Am aggressivsten, ein bisschen merkwürdig, ist so, droht hier Zeug. Er wird angegriffen und dann nutzen wir die Fesselung hier, um weiter Druck zu machen. Oder Weiß spielt Bauer nach D3. Jetzt ist Dame nach H4 Schach ein bisschen zweischneidig. Am einfachsten ist hier zu schlagen. Jetzt möchte Weiß sich so hinstellen. Aber wie kann Schwarz verhindern, dass Weiß seine Figuren so rausbringt? Diesmal bringt Dame H4 Schach nicht so viel, weil das Feld hier in der Mitte überdeckt ist. Lauf nach G4 geht nicht, der wird geschlagen. Chat, müsst ihr aufpassen. Bauer nach C5 ist okay. Was ich hören wollte, ist Bauer nach D4. Sprengt hier einfach die weiße Bauernkette, bevor sie gebildet werden konnte. Und Schwarz hat hier schon Vorteil. Deshalb diese sogenannte Wiener Partie mit F4. Das Einzige, was man wissen muss, ist, in dieser Situation soll man jetzt nicht schlagen. Bevor man schlägt, immer einmal gucken, vielleicht hat der Springer, wenn er angegriffen wird, ein sinnvolles Feld. Wenn nicht, dann machen wir was anderes. In diesem Fall Bauer nach D5. War es natürlich nicht gezwungen, hier F4 zu spielen, habe ich schon gesagt. Springer F3 kann man machen. Man kann ja auch irgendwelche ruhigeren Züge machen. Wie zum Beispiel Bauer nach G3, den Läufer rausbringen. Wonach Schwarz auch Common Sense spielen kann, seine Figuren rausbringen. Ich weiß nicht, warum die Weine so häufig beigebracht wird. Manchmal ist sowas ja einfach historisch gewachsen. Muss ich hier noch irgendwas wissen? Nicht wirklich. Auch hier können wir wieder Läufer C4 spielen. Hier gibt es eine lustige Eröffnung für diejenigen, die in Kapitel 1 schon aufgepasst haben. Was ist hier eine Option für Schwarz? Spricht nichts dagegen, hier normal zu spielen. Also Springer nach C6, Läufer nach C5, das Übliche. Aber was ist eine Option? Springer schlägt E4, sehr gut. Wieder mit dem Trick, diesen Doppelangriff zu machen. Das kann eigentlich sehr, sehr wild werden, die sogenannte Frankenstein-Dracula-Variante. Also, ich mache das normalerweise nicht mit Schwarz hier, weil mir das zu kompliziert ist. Und ich glaube, objektiv auch nicht so viel versprechen. Aber hier gibt es ganz viel Chaos geben, gleich Dame nach H5. So eine Art fortgeschrittene Schäfermatt. Vielleicht hätten wir erstmal Basic-Schäfermatt covern sollen. Aber greift den an, greift den an. Schwarz zieht den Springer hier hin, um das zu covern. Der Läufer zieht weg und es wird sehr, sehr wild. Der beste Zug ist hier wahrscheinlich etwas langweiliges, der Läufer nach E7. Aber die aufregende Variante ist Springer nach C6.
Sprenger B5 sagt, schlag doch, dann ist Schachmatt. Schwarz spielt Bauern nach G6, sagt, ich möchte nicht hier Schachmatt werden. Weiß sagt, spielt Dame nach F3, sagt, schlag doch, dann ist Schachmatt. Schwarz spielt Bauern nach F5. Weiß spielt Dame nach D5, sagt, schlag doch, da ist Schachmatt. Vielleicht erkennt ihr hier ein Thema. Und es geht weiter mit wildem Zeug. Schwarz opfert jetzt einen Turm hier. Und sagt, dafür musstest du auch ganz schön häufig durch die Gegend ziehen. Ich versuche jetzt Gegenspiel zu kriegen für meinen Turm. Ich glaube, objektiv nicht ganz genug Spiel, aber es ist eine unterhaltsame Stellung, wenn man sich mit einer unterhaltsamen Stellung mal beschäftigen möchte. Die Frankenstein-Dracula-Variante. Wie gesagt, ich glaube nicht besonders gut und nicht besonders nötig für Schwarze. Im Ausgleichssinne kann man hier Läufer nach E7 spielen, das ist solide. Aber bisschen langweilig. Hier gab es irgendwie Bauer nach F4, war der letzte Schrei, fragt mich nicht warum. Trotzdem, das hier, wir sind schon sehr auf den Dörfern. Schwer von Sprenger schlägt E4, spricht wie gesagt. Nichts gegen Springer rausziehen. Wer weiß, jetzt ein Springer rauszieht. Jetzt können wir das machen, ohne mit dem ganzen Frankenstein-Quatsch uns auseinanderzusetzen. So, ich glaube, damit sind wir einigermaßen durch mit den sinnvollen Nebenvarianten nach E4, E5, weil es zu jedem E4, E5-Kurs dazugehört und weil wir bisher auch gerade heute, ich glaube, ziemlich viel schwieriges Zeug sehr schnell gemacht haben, müssen wir vielleicht noch einmal die Mutter aller Schacheröffnungen, das Schäfermatt und wie man es pariert behandelt. Haben wir schon gemacht im Rahmen dieser Serie? Ich glaube nicht. Bauer nach E4, Bauer nach E5. Dame geht raus nach H5. Grüße gehen raus. Greift den Bauern an. Und visiert diesen Bauern an. Was machen wir, Chat? Ich will zwei Möglichkeiten von euch. Eine vernünftige, und eine aggressive. Bau nach G6 ist nicht. König E7 ist auch nicht so gut wegen Schachmatt. Wer tatsächlich Schachmatt? Bau nach G6 ist ein Thema, was wir heute schon häufiger gesehen haben. Ist Doppelangriff. Also, Springer nach C6, macht hier nichts falsch. Wir kennen das Thema. Springer verteidigt den Bauern. Wir kommen gleich zur aggressiveren Möglichkeit. Läufer nach C4. Und jetzt gucken die gemeinen Schäfermattspieler meistens irgendwie unbeteiligt in die Gegend und hoffen, dass dieser dämonische Angriff von Dame und Läufer auf unseren schwächsten Punkt F7 übersehen wird. Chat kennt sich aus. Chat weiß, wir dürfen hier auf keinen Fall Springer F6 machen. Wegen Schachmatt. Vielleicht ist das die häufigst gespielte Schachpartie. Diese Steuerung Springer F6, Dame F7 könnte sein. Ne? Wobei meistens werden diese Partien gleich nicht in Datenbanken festgehalten. Ich bin sicher, dass das relativ viel gespielt wird. Wir parieren es mit Bauer nach G6, habe ich jetzt schon häufig gelesen. Bauer nach G6 unterbricht die Verbindung. Weiß versucht es in aller Regel nochmal. Dame nach F3.
Was machen wir? Na komm, Chat. Folgende Partie: Luke Jason gegen Horst Pischinski. Dame nach F6 kann man schon auch machen. Aber die weiße Dame hat schon so viel gezogen. Warum sollen wir sie? Unbedingt. Diese Strategie kopieren. Wir spielen Sprenger F6, sagen hier. Glückwunsch zu deinen Damenmanövern. Und das Schäfermatt ist pariert. Es gibt alternative Versuche, das Schäfermatt herbeizuführen. Zum Beispiel, indem der Läufer zuerst rausgeht. Hier haben wir eben schon gesagt, dann spielen wir Sprenger F6. Danach gibt es nicht mehr viel Schäfermatt-Hoffnung. Das Feld ist gecovert und wenn die Dame hierhin ginge, dann würde sie nichts mehr angreifen. Aber ich habe auch schon Partien gesehen, wo hier zum Beispiel Springer C6 kommt. Und jetzt Dame nach F3 mit eben diesem Versuch. Dann covern wir natürlich wieder mit Springer F6. So, hier hat noch die Frage gestellt, nach E4, E5, Dame nach H5, wie können wir hier aggressiver spielen, wenn wir es denn wollen? Fällt euch was ein? Chat, ihr opfert auch so gerne den E5 Bauern. Sprenger F6. Das hier ist Stafford auf Steroiden. Denn hier haben wir mal, dass wir den Bauern hergeben, aber ein paar Tempi dafür kriegen. Der Springer zieht raus, greift die Dame an. Schwarz rochiert kurz, öffnet die Mitte mit Bauern nach D5. Das ist, wie man Leuten wirklich das Schäfermatt abgewöhnt. Keine Ahnung, was Weiß macht hier. Machen wir irgendeinen normalen Zug. Sprenger nach C3. Sprenger nach C6. Wir greifen die Dame an. Dame geht irgendwo hin. Dame nach G3. Wir rochieren. Sprenger raus. Bauer nach D5. Und jetzt kann es ganz schnell andersrum gehen. Zum Beispiel so. Sprenger nach H5 und. Suchen wir zusammen ein Feld für die Dame, Chat. Oh no. Oh no. Matt der Dame. War keine erzwungene Variante, gebe ich zu. Aber wenn man Schäfermattspieler ärgern will, die einen schon so listig angucken nach Dame H5, dann spielt ihr einfach Sprenger F6. Vielleicht spielen sie Läufer nach C4. Nehmen wir die Dame weg. Oder sie schlagen hier. Und wir überrollen sie im Angriffswirbel mit Common Sense. Sprenger C6, Rochade, Bauer nach D5 und zack. So, meine Damen und Herren, wir nähern uns dem Ende unserer E4, E5 Coverage. Wir fassen einmal zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir haben gelernt, nach Bauer nach E4, Bauer nach E5 gibt es das Königsgambit, Bauer nach F4. Eine alte, romantische Öffnung. Früher wahnsinnig populär, heutzutage nicht mehr ganz so, weil der Preis, den Weiß für diesen Bauern bezahlt, etwas zu hoch ist, nämlich ein Bauer. Und nach E schlägt F4, der objektiv beste Zug, Sprenger F3, ist der momentan populärste Weg, diesen Springer an den Rand zu stellen, um den Bauern zu verteidigen. Danach die Entwicklung fortzusetzen. Mit schwarzen Vorteilen. Ein aggressiverer, auch interessanter Weg ist, Bauer nach G5 zu spielen. Den Bauern mit dem nächsten Bauern zu unterstützen. Gibt viele Möglichkeiten mehr, die wir kurz behandelt haben, hier wie Bauer nach D5, E schlägt D, Sprenger F6. Grundsätzlich E schlägt F4. Der kritische Zug. Und wenn Schwarz das nicht möchte, war meine Empfehlung, in Anführungszeichen, normal zu spielen. Läufer nach C5, Bauer nach D6,
Springer nach C6, Springer F6, Zentrum halten. Mit grob ausgeglichenem Spiel. Dazu haben wir uns das Läuferspiel angeguckt, was hin und wieder gespielt wird. Mit der Absicht, russisch zu umgehen, nach Springer F6, Bau nach D3. Ist der Läufer nicht eingemauert. Kann Schwarz Springer C6 spielen und normal spielen. Oder kann gleich ums Zentrum kämpfen mit Bau nach C6, Bau nach D5. Alles okay. Und wir haben gelernt, dass gegen die Wiener Partie Springer nach C3, Springer nach F6, sollte Weiß hier Bau nach F4 spielen. Wenn Schwarz mit Bau nach D5 kontert, es schwer ist für Weiß, große Probleme zu stellen. Ich glaube, das war es einigermaßen. Gibt es Fragen aus dem Hörsaal? Du da hinten, dritte Reihe mit dem Rollkragenpullover. Warum starrst du aufs Telefon? Okay, Entschuldigung angenommen. Was davon ist klausurrelevant? Eben haben wir schon mal alles klausurrelevante Wissen. Nochmal in 2 Minuten wiederholt. Aber natürlich kann man mehr Punkte holen, wenn man auch in anderen Bereichen gut aufgepasst hat. Das ist ein Gucci-Pullover. Könnt ihr nicht mehr bringen. So relevant nur das Schäfermatt. Chat, Alter. Was war Anti-Stafford auf Steroiden? Anti-Stafford? Ne, Stafford. Ist nicht Anti-Stafford. Stafford. T-Wecker sagt, sind Spicker erlaubt, wenn wir nicht erwischt werden? Muss er vorher fragen. Das ist korrekt. Ne, Spicker sind diesmal nicht erlaubt, auch wenn man nicht erwischt wird. Das ist eine Regeländerung gegenüber dem letzten Semester, wo unentdeckte Spicker, ja okay, waren. Das hat sich in der Tat geändert. Also diesmal bitte keine Spickzettel. Knoppelmann fragt, hast du mal eine dieser Varianten over the board gespielt? Ja, fast alle. Also gegen Königsgambit habe ich lange nicht gespielt. Wenn, dann nehme ich den immer weg. Läuferspiel hatte ich bestimmt häufiger. Springer F6, D3. Spiele ich meistens Springer nach C6 aus Faulheit. Wiener Partie, diese Springer C3, Springer F6, F4 sind Turnierpartien auch nicht sehr verbreitet, weiß ich auch nicht. Hätte ich glaube auch seit der Jugend nicht mehr, aber viel im Blitzen und so weiter. So Geschichten wie Bau nach G3 hätte ich bestimmt auch mal over the board. Alexis Gino sagt, wie soll man sich das alles merken? Weiß ich nicht. Hast ja die Videos on demand. Und es wird noch viel schlimmer. Es wird noch viel schlimmer. Also, je mehr man sich mit Schach beschäftigt, desto automatischer ist das. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich euch heute ein bisschen überfordert mit zu viel Varianten. Zu schnell. Es ist immer tricky, das alles in eine Stunde reinzupacken. Deshalb guckt es euch gerne nochmal in Ruhe an. Ich frage euch lieber auf H7 oder auf G7 ein Luftloch mache. Im Zweifelsfall auf H7. Auf G7 nur, wenn wir den Läufer dazu fianchettieren. Spielen wir noch im Donaupark die Wiener Partie? Verstehe. Kommt das irgendwann auf YouTube? Weiß ich noch nicht. Wir werden sehen, was mit YouTube passiert. So, Chat, es ist 23 Uhr. Das war's mit der heutigen Folge unserer kleinen Schachschule. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gab vorher Fragen, wie man diese fantastische Schachschule unterstützen kann, auch ohne Amazon Prime. Ihr könnt mir natürlich immer gerne Geld geben. Es gibt hier diesen Donate-Button, aber muss sich keiner zu gezwungen fühlen.
Ihr könnt, wenn ihr Amazon Prime habt, das mit eurem Twitch verknüpfen und da ein Sub hier lassen, ist ja mit drin in jeder Amazon Prime Subscription. Ihr könnt meinen Chessable-Kurs kaufen, der aber sehr, sehr viel komplizierter nochmal ist als das hier. Also das ist wirklich weiterführendes, deepes Profi-Repertoire. Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist, aber da geht's nochmal mehr ins Detail. Ghostcar sagt, danke für die Session, Meister. Gerne, Ghostcar, gerne.